So, jetzt gibt's wieder TV Total. Heute großes Grand Prix Special mit fantastischen Gästen. Georg Uecker aus der Lindenstraße, Nicole und Desiree Nosbusch. Außerdem die Entscheidung zum Rab der Woche und Rab um Gefahr, in Gefahr beim Slowenien Grand Prix. Alles klar? Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist hier das Non abbiamo tempo. Nos no temos tempo. We haven't doch kein Zeit. Ja. Then echume chrono. Bisim samanusumus jok ama. Ja. Oder Englisch, fuck off. Ja, ich wollte Sie heute mal in mehreren europäischen Sprachen hier begrüßen. Sie wissen, heute großes Grand Prix Special. Morgen ist es soweit. Da findet diese Veranstaltung statt. Ich sage mal, was wir heute Abend für fantastische Gäste hier haben. Sie hat mit 19 Jahren in ihrem Heimatland die Endausscheidung des Grand Prix moderiert. Er ist ein riesen Grand Prix-Fan, hat ein Buch bereits darüber geschrieben, spielt in der Lindenstraße. Und sie hat... Moment! Sie! Eine weitere Sie. Sie, er, sie. Ja? Und sie hat als einzige Deutsche bisher den Grand Prix de l'Eurovision Chanson gewonnen, meine Damen und Herren. Heute Abend bei uns zu Gast in einer Sendung. Und wenn die hier nicht Bescheid wissen, worum es sich handelt, dann weiß ich nicht wer. Heute Abend bei uns Desiree Nosbusch, Georg Uecker und Nicole bei uns heute Abend, meine Damen und Herren. Sensationell! Unsere große Grand Prix. Dann habe ich noch eine tolle Umfrage für Sie im Programm, was die Leute so über den Grand Prix wissen. Und dann Raab in Gefahr. Jetzt halten Sie sich fest, jetzt fragen Sie sich, wann hat der Raab das denn gemacht? Letztes Wochenende, meine Damen und Herren, ich war für Sie, ja, und das ist eigentlich der wirkliche Trend, ja, ich war für Sie beim Grand Prix Vorausscheid in Slowenien, ja, und habe da gespielt. Die haben mich eingeladen in Slowenien, so als, ja, wie sagt man, als, ja, als extra, als Stargast. Und dann habe ich gedacht, da fahre ich doch mal zur Grand Prix-Vorausscheidung nach Slowenien. Und das zeige ich Ihnen heute auch. Meine Damen und Herren, wir haben auch heute Abend wieder Gäste aus Blödesheim da oben. 74 Leute. Ja, aus Blödesheim. Lass mal gucken. Ja, noch hochbauen. Ja, 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 komm, ist gut. Ja. Dankeschön. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist gut. Danke. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir wissen doch, dass ihr aus Blödesheim kommt. Ja, ich habe hier mal ein bisschen, wir sind ja, das heißt im Moment noch Hochborn. Und wir haben mal hier auch eine Umfrage vorher gemacht, hier so eine Liste. Und da sind von den etwa 70 Leuten, die hier sind, wir haben 7 Leute, die dafür wären, dass Hochborn wieder Blödesheim heißt. Und nächste Woche werden es noch mehr, meine Damen und Herren. Wir haben eine. Ja, was ich Ihnen zeigen wollte. Achso, ja, Sie wissen, also morgen der Grand Prix. Der Grand Prix
in Hannover. Ja, und da muss man sagen, findet in Hannover, die Endausscheidung findet in Hannover statt. Die Vorausscheidung, so war es. Und da muss man sagen, erst die Expo, jetzt der Grand Prix. Ja? Keine deutsche Stadt wird so oft verarscht, meine Damen und Herren. Ja. Der Grand Prix in Hannover ist eigentlich auch ein wirklich gelungenes Beispiel für den Aufbau Ost. Herzlichen Glückwunsch. Und da hat man ja nicht viel Musik in Hannover. Da gibt es hin und wieder mal die Scorpions, die treten in der Fußgängerzone auf, aber mehr ist da ja nicht. Und jetzt habe ich letzte Woche bei Exklusiv habe ich gesehen, Dieter Bohlen hatte sich alle 12 Titel schon mal angehört und hat sie bewertet. Schauen Sie sich mal an, was Dieter Bohlen gesagt hat. Eine sehr interessante Wertung. Wenn jetzt ein Boss von einer Schallplattenfirma hier sitzen würde, ja, die alle diese, ich meine ganze, oder nicht alle, aber alle, also ich meine 99% dieser Titel, da würde jeder Schallplattenboss sofort den machen. Sowas würde nie veröffentlicht werden, wenn es eben diesen Grand Prix nicht geben würde. Ne? Haben Sie genau hingehört? 99% dieser Titel, ja, würden nie veröffentlicht. Das heißt, es würde nur 1% veröffentlicht. Es sind also 12 Titel im Rennen, ja. Verstehen Sie, 1% von 12 Titeln, das sind, lassen Sie mich kurz, 12 Titel an 3 Minuten, 1%, das sind exakt 21,6 Sekunden. Ja? Verstehen Sie? So viel würde also von Plattenfirmen veröffentlicht. Also Dieter Bohlen, was er eigentlich sagen will, ist, dass der ein oder andere Gassenhauer dabei, oder wie Dieter Bohlen sagen würde, Teppichklopfer. Ja? Und dann sollte Dieter Bohlen den Song von Michelle, Sie wissen, Schlagersängerin Michelle, sollte er bewerten, den Song. Schauen Sie mal bitte an, was Dieter Bohlen sagt. Hier ist ein attraktives Mädchen auf hohen Schuhen. Boah, ein Absatz, mindestens ein Absatz ist 15 cm. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Das ist eine hübsche Frau. Dieter, das Lied, ja? Dieter, das Lied, ja? Und dann habe ich mal ein bisschen in der Vergangenheit gekramt, meine Damen und Herren. Und da habe ich auch was von Dieter Bohlen gefunden. Schauen Sie mal, der hat nämlich auch mal beim Grand Prix mitgemacht. Zwar nicht selber, aber immerhin ein Lied geschrieben. Dieter rennt schon rauf, die noch nicht weinen. Freude, du, ist doch schön. Ist doch schön. Dieter freut sich auch. 1989 hat Dieter Bohlen es geschafft. Sieg in der Vorentscheidung für Nino De Angelo. Natürlich, wir sagen Tschüss. Aber bevor wir Tschüss sagen, hören wir natürlich noch mal Ninos Siegertitel. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Nino De Angelo. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir gerade Stopp. Ja? Können wir das mal ein bisschen zurückhaben? Ja? Erstmal sieht Dieter Bohlen total dufte aus. Ja? Und da ist aber noch, pass mal auf, neben Dieter Bohlen, ja, steht so ein Mann. Und der freut sich auch tierisch mit. Ja? Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Mann? Ja? Sehen Sie den mit der Brille und dem Schnurres? Wer ist das? Ja? Wer kann das sein? Ist es Thomas Anders? Nein. Oder? Dieter Bohlens Zuhälter? Nein. Oder ist es Nadel vor der OP? Nein. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, ich war mal unterwegs und wollte mal wissen, was wissen die Leute hier eigentlich über den Grand Prix? Und da bin ich nicht alleine losgegangen, sondern habe ich meinen Showpraktikanten Elton mitgenommen, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich bitte an, was dabei rausgekommen ist. So, heute bin ich mal unterwegs, um mal nachzuforschen, was die Leute so über die diesjährige Vorausscheidung zum Grand Prix wissen. Und heute mache ich das nicht alleine, denn ich habe meinen Praktikanten Elton mit dabei. Elton, kommst du mal? Tag, Chef. So, Elton ist heute als Slutko verkleidet und jetzt gehen wir zweimal schauen, was hier so los ist. Sie wissen ja, es ist Grand Prix jetzt, ne? Ja. Deutschland, hier Vorausscheidung. Ja. Ja, und da nimmt der Herr Mooshammer ja teil. Kennen Sie den? Wenn das der richtige Mooshammer ist, dann heiße ich Gluch. Wie heißen Sie? Gluch. Wie? Wenn der Mooshammer ist, dann heiße ich Gluch. Gluch? Ja. Herr Mooshammer, singen Sie mal das Lied, bitte. Oh Gott. Swime easy, ah. Oh Gott. Damit will er den Grand Prix gewinnen. Easy like Sunday morning. Oh Gott, da können Sie ja direkt auch auftreten. Bitte? Schön grün. Sie wissen ja, dass jetzt am Wochenende ist die Vorausscheidung zum deutschen Grand Prix. Ja, das war's. Das wissen Sie, ne? Und da macht der Herr Mooshammer mit. Darf ich Sie kurz vorstellen? Ja. Herr Mooshammer. Guten Tag. Ja. Und glauben Sie, dass er eine Chance hat? Nein. Warum nicht? Weil er nicht singt. Hm? Ja gut, aber doch, er kann schon singen. Also. Kannst du, Herr Mooshammer, aber kann sie mal? Sie wissen ja, am Freitag ist ja Grand Prix Vorausscheidung. Haben Sie schon gehört? Ja. Sind Sie da? Der Mooshammer? Nein, nicht der Mooshammer, ja. Der Slutko. Ja. Bin ich? Nee. Nein, aber Sie machen auch so eine Sendung. Er sieht aus wie der Mooshammer. Das ist ja, genau, das ist der Herr Mooshammer. Ja. Glauben Sie, er hat eine Chance? Natürlich nicht. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Ja. Sie wissen ja, es ist ja jetzt Grand Prix
Vorausscheidung, am Freitag. Ja, ne? Und ich habe ja hier, der Mooshammer macht ja auch mit. Kennen Sie den Herr Mooshammer? Vom Namen her, ja, grüß Gott, ja, genau. Ja. Glauben Sie, er hat eine Chance? Keine Ahnung. Glauben Sie, er kann singen? Ja, warum nicht? Ja, kannst du mal vormachen, Herr Mooshammer? I can't get no satisfaction. Sehen Sie mal, der kann auch mit dem Schwanz wackeln. Glück für ihn. Ja. Der Herr Mooshammer selber auch. Alles klar. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie der Kerl heißt, der immer eine Sendung macht. Wer, mich? Ja, ja. Wer ich bin, sind Sie nicht sicher. Nein. Es sieht so aus, weil den gab jetzt auch fest. Aber das ist einer der blödesten Schauspieler oder Moderatoren, den Sie jetzt darstellen würden. Bitte. Glauben Sie, Herr Mooshammer hat eine Chance? Nein. Ich habe den Eindruck nicht. Für wen sind Sie? Haben Sie einen Favoriten? Wie heißt die? Die Sängerin ist das. Die ist auch mit dabei. Wie heißt sie noch? Michelle. Die Michelle. Michelle. Ja, kannst du, Mosi, kannst du ein Lied von Michelle? Michelle, my belle, na na. Ich habe den Eindruck, dass Sie mich verarschen wollen. Nein! Das ist nicht der Herr Mooshammer. Das ist der Herr Mooshammer und das ist Daisy. Wie heißt ihr Hund? Domian. Domian heißt sie. Wie der vom WDR? Ich werde immer wieder darauf angesprochen, ich kenne die Sendung nicht. Also, sie kennen die Sendung nicht. Ja, aber die sehen sich schon ähnlich, der vom WDR und ihr Domian. Sie heißt Herr Rat? Nein. Bist du das? Sie sind Musikfreund, oder? Ja, bin ich. Was hören Sie zufällig so gerne? Schlager, Deutsche. Deutsche Schlager, dann sind Sie ja genau unsere Expertin. Denn am Freitag ist ja Englische können. Ja? Also, ja. Ach, Mensch. Vorsicht, ich handle mit der Herzklappe. Ach so, ja. Vorsicht, das ist der Herr Mooshammer, kennen Sie, ne? Ja, kenne ich. Ja. 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 Und das machen Sie doch mal so eine Sendung. Wissen Sie, was mir gefällt? Nee. Dieser Neue da, der so gut die Leute, der die Millionen den absagt, dann, wenn die dann raten, wie heißt er denn der? Oh Gott, du weißt wen. Günther Jauch. Er kommt zwar auch so viel grelles Gefunkel, machen die dann, wenn das so und Töne machen sie auch und da soll Musik sein. Naja, gut, es beschwingt mich nicht besonders. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen noch. Ja, danke schön. Danke schön. Heißen Sie vielleicht Stefan mit Vornamen? Genau. Da ist es doch. Ja. Ja. Die Leute wissen also Bescheid, was beim Grand Prix so alles passiert. Ja. Ja, meine Damen und Herren, beim Grand Prix auch mit dabei, haben Sie ja gesehen, der Herr Mooshammer. Hier, kennen Sie das? Großartig, oder? Der Herr Mooshammer. Herrlich. Ich hab's Ihnen letztes Jahr schon gezeigt. Letztes Jahr war ja Herr Mooshammer bei uns zu Gast rund um den Grand Prix herum. Da habe ich immer wieder dieses. Schön. Wie sich der Korken aus der Sektflasche. Ich könnte es immer wieder sehen, oder? Ja, kein Mitleid, oder? Ich glaube, es hat sehr wehgetan, oder? Wunderbar. Ja, gut, hoffentlich singt er besser als hier. Meine Damen und Herren, die junge Dame, die jetzt zu uns kommt, hat bereits mit 19 Jahren die Endausscheidung des Grand Prix de l'Eurovision Chanson moderiert in ihrem Heimatland Luxemburg. Und diese faszinierenden Bilder, schauen Sie, auch die Mode damals war wirklich, glaube ich, also es war sehr, ja, wie sagt man, cool. Ja? Schauen Sie sich bitte das hier an. Quelle atmosphère de fête ici. This is one of the greatest moments of all my young life, but it's also the hardest. Herzklopfen nennt man sowas, kann man das hören? Grand Prix d'Eurovision, da fängt's an, de la chanson 1984. 1984, meine Damen und Herren, und heute sieht sie so aus. Man wird geil. Nein! Nein, sie ist genauso jung und sie ist hier in ihrem Original-Outfit von 1984. Herzlich willkommen, Desiree Nussbusch! Desiree!
Desiree Nosbusch. Wow, Desiree Nosbusch. Man sagt ja, die Mode der 80er Jahre ist wieder in, oder? Ja, ja. Ja. Damals hat sich keiner über die Klamotten beschwert, oder? Als du damals das moderiert hast. Mir ist eben bei dem Ausschnitt aufgefallen, dass ich rote Seidenstrümpfe anhatte. Auch geil, ja. Da standen die Typen früher drauf. Das hatte ich verdrängt, da konnte ich mich nur nicht dran erinnern. Ja. Aber ich muss jetzt mal danke meiner lieben Mama sagen, dass dieses Teil irgendwie noch existiert. Das ist und wirklich das Originale. Das ist jetzt nicht irgendwie. Das ist das Original und ich passe auch heute irgendwie noch zweimal rein. Das war der Abend, was wir gerade gesehen haben, wo 400 Millionen oder wie viel? 300 oder 200 Millionen Leute zugeschaut haben? Ja, die Zahl war immer so groß und da wird ja immer auch leicht ein bisschen übertrieben, denkt man. Da kommt es dann auch auf eine Million nicht mehr an. Wieso hat Luxemburg damals den Grand Prix ausgetragen? Wer hatte da gewonnen für Luxemburg? Da hatte das Jahr davor jemand für Luxemburg gewonnen. Was für ein Lied? Ich weiß ja nicht mal mehr, wer 84 gewonnen hat. Ach so, du weißt nicht, wer das Lied für Luxemburg also gewonnen hat? Nee, ich kann mich nur erinnern. War das nicht Vicky Leandros? War das nicht Vicky Leandros? Fällt mir gerade siebenteils ein. Vicky Leandros, hier, kennen Sie doch, oder? War das nicht Vicky Leandros, die für Luxemburg gewonnen hat? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in dem Jahr, wo ich moderiert habe, da war irgendwie so, dass ich habe diese Anfangsmoderation gemacht und begab mich dann auf dem Weg irgendwie in die Garderobe und dann kamen so die 20 oder wie viele Titel auch immer es waren so hintereinander weg und die habe ich dann in der Garderobe geguckt und nachher kam ich wieder raus und am Ende hieß es dann, der Gewinner ist und dann strömen ja immer so alle Leute, wie wir es vorhin gesehen haben bei Dieter Bohlen auf die Bühne und ich dachte nur, da ist keiner dabei, den ich gesehen habe. Wer hat denn gewonnen? Das waren immer die als Erste aufgetreten sind und dann fiel mir nur auf, dass drei Jungs goldene Schuhe anhatten. Ja. Großartig, die haben wir das nicht. Müssen die sein, weil freiwillig zieht man ja nicht goldene Schuhe die an. Die waren geil, das waren Schweden. Ne? Da hatte ich, die Schweden. Das war nicht etwa ABBA, meine Damen und Herren. Nee, aber die kleinen Brüder. Haben wir da, glaube ich. Gucken Sie mal hier. Herrliche Musik, oder? Nee, da brauchen Sie nicht zu klatschen, da sparen Sie sich das. Gibt's das die noch? Das ist damals genug geklatscht worden. Hat man jemals wieder von denen was gehört? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, einer von denen moderiert jetzt Girls Camp, oder? Jede Menge Spaß, meine Damen und Herren. Du bleibst noch ein bisschen bei uns. Ja, darf ich da noch irgendwie so was in eigener Sache losführen? Ja, nachher werde ich es dann ausziehen, aber das ist zu ersteigern. Was, das kann man ersteigern? Ja, das kann man ersteigern. Für guten Zweck hoffentlich. Guten Zweck. Oder brauchst du Geld? Bios Botschaft, nein, für guten Zweck. www.biosbotschaft. Ach, für Bio, da habe ich auch schon was gegeben. Genau. Für Bio, kann glaube ich auch schon ein wunderbare Teil wäre dann zu ersteigern. Genau, das kann man ersteigern. Aber es geht wirklich einem Soweto-Projekt zu. Meine Damen und Herren, wenn Sie, ich glaube, das höchste Gut ist bei 50 Pfennig im Moment, dann können Sie mit 70 Pfennig. Boah, bist du fies. Doch, es sieht geil aus, muss ich sagen. Jetzt lasse ich es gerade noch länger. Ja. Hier werden wir gleich unsere große Wertung abfahren, unsere Tipps, was wir glauben, wer morgen gewinnt. Ich glaube, es wird ganz kompliziert morgen. Morgen wird nicht nur einmal abgestimmt, sondern es wird erst über alle 12 Titel abgestimmt. Ja? Und dann werden daraus die drei besten genommen und dann wird nochmal über diese drei Titel abgestimmt. Also, verstehst du? Ja, verstehe. Dass sich die Stimmen nicht auf alle 12 nachher noch verteilen, sondern nur auf drei. Ja? Und jetzt müssen wir tippen, welche drei. Das machen wir nachher, wenn der Schorsch da ist und die Nicole. Ja? Was soll ich sagen? Achso, ich glaube, wir machen das eigentlich nur, weil die Telekom dann doppelt kassiert, oder? Wahrscheinlich. Müssen wir zweimal anrufen, oder? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Tja, mein Name ist Tapat. So. Was wollte ich jetzt? Du hast ja damals in wie vielen Sprachen moderiert? Du hast Luxemburgisch gesprochen, oder? Ja, das war eigentlich in dem Jahr auch, wurde Luxemburgisch zur Sprache erklärt. Wie? Also, war vorher keine? War vorher ein Dialekt. Wurde dann zu spät, das durfte ich dann groß verkünden. Kannst du mal ein bisschen Luxemburgisch sprechen? Und dann, wenn sie so hält, sind ich dann auf Französisch, auf Deutsch, auf Englisch und natürlich auch eine Sprache auf Luxemburgisch weitergesprochen. Ja. Präsentiert. Ja. Ja. Gut. Man versteht ein bisschen was, ne? Kriege ich manchmal so einen Fernsehsender, dann versteht man auf einmal zwei Minuten was komplett und dann auf einmal wieder überhaupt nicht. Seit wann kriegt man denn luxemburgisches Fernsehen? Weiß ich nicht. Gibt es Fernsehen überhaupt in Luxemburg? Ja, wir haben eine sehr Heilei-Kugelei haben wir. Ja, Heilei-Kugelei. Wie viele Sprachen sprichst du insgesamt? Fünf. Also wenn man Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Italienisch. Mhm. Ah, auch eine wunderbare Sprache. Non abbiamo tempo. Ja, hab ich richtig gesagt? Fast, ne? Perfekt. Ja, ich kann Italienisch sehr gut, meine Damen und Herren.
Herrlich. Hier, das ist auch italienisch, oder? Nein, das ist spanisch natürlich. Ja? Meine Damen und Herren, wir holen mal Herrn Uecker dazu. Der ist ja auch Grand Prix-Fachmann. Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Der Carstenflöte aus der Lindenstraße. Herzlich willkommen, Grand Prix-Experte Georg Uecker. Herr Uecker. Hallo, auch. Herrlich. Wunderbar. Ah. Ja. Und die Schuhe kommen gut. Die Schuhe kommen gut, die ja. Die geküsst hat, ne? Ja. Bist du schwul? Ja, neuerdings. Ich muss es bekennen, ja. Deswegen bin ich ja hier. Ja, ich habe gar nicht ganz vergessen, du bist ja hier im Moment unterwegs. Du lebst in Amerika, ne? Ja. Kriegt man da was mit vom Grand Prix? Nein, ne? Nee, ich habe nur einen Freund in der Straße wohnen, der ist Engländer und der liebt den Grand Prix seit vielen, vielen Jahren und lässt sich dann einmal im Jahr das Band aus England kommen. Ach was. Und macht dann so einen kultigen Abend bei sich zu Hause und da darf man dann schöner ihn trinken und guckt sich dann den Grand Prix an. Homosexuell. Nehme ich an. Das nein. Ist ja, das ist da ja, kann ich sein. Nein. Nicht alle Engländer sind homosexuell, obwohl sie so aussehen. Na, die Zeiten ändern sich. Ja, das ist eine Tatsache, dass der Grand Prix auch von euch auch gern die Schwulen-Olympiade genannt wird. Ja, die Fußball, wir haben es immer genannt, die Fußball-Europameisterschaft der Tunden. Also was zumindest ja, bis zum Jahr von Gildo Horn. Ja. Also es wurde immer groß zelebriert. Man hat die Leute, die natürlich diese völlig übertriebenen barocken Kostüme bewertet, die absurden Choreografien. Und es ist ja immer so, dass das Schöne und das völlig Verrutschte und Durchgeknallte nebeneinander existiert. Und das war eine Zeit lang so. Ich sag mal, bis zum Jahr von Gildo Horn war es schon so, dass man mit einer Tüte über dem Kopf im Kartoffelsalat zu schwulen Freunden ging, durch den Hintereingang und sagte, ich gucke Grand Prix Eurovision. Okay, aber verstehe. Also, das war schon nicht ganz stubenrein damals. Deswegen hat die ARD das auch immer übertragen, oder? Du, ich darf da nichts sagen, ich arbeite da schon mal häufiger. Achso, du arbeitest, ja stimmt, du arbeitest. So alle lästern, aber jeder guckt doch, oder? Natürlich. Aber es gibt natürlich nur schwule Männer behalten absurde Details. Also ich kann das vielleicht mal aufklären. Der Mann neben Dieter Bohlen mit dem Schnäuzer, wo du gesagt hast, er sieht aus wie Nadel vor der OP. War der hier, oder? Das war der Textdichter Joachim Horn-Berges, der den Text geschrieben hat für das Lied. Der kann schreiben? Ja, Dieter Bohlen kann ja nicht schreiben, dann braucht er jemanden. Und 83 war natürlich, musste ja mit unnützem Wissen hier brillieren, Corinne Hermès. Wer bitte? Corinne Hermès, die hat jetzt nichts mit den, ne? C'est la vie et cadeau. Wo kennst du dich aus? Weil du hast gesagt, Vicky Leandros, das war 72, da bist du doch als Quark um Weihnachtsbaum gelaufen. So alt ist die Serie nicht. Ja, doch. Nein, doch, hast du gesehen, hast du gesehen, das aktuelle Bild, was eingeblendet hat von mir? Du hast dich aber wirklich kaum verändert. Wir haben übrigens Backstage festgestellt, dass wir die gleiche Konfektionsgröße hatten, 84. Ihr beide? Willst du es nicht mal anziehen, das Kostüm? Aber gerne, das ist ja so geschnitten. Er hat mehr geboten als 50 Pfennig. Ja. Ich will das auch gerne haben. So. Mir passt sogar der Rock. Ja, sehr gut. Freut mich. Ist für einen guten Zweck. Ja? Das macht auch einen sehr schlanken Fuß. Machen wir das Gummi da nicht kaputt. Ach ja, Gummis mache ich schon mal kaputt. Moment. Ja. Sehr gut. So, ich helfe vielleicht sollten wir mal. Ihr wisst ja, ich bin ja auch beim Grand Prix mal angetreten. Und, ja, was dein Kostüm hat es ja auch in sich. Ja, aber was die meisten nicht. Ich kann das tragen. Ja, nee, man muss es tragen schon. Und du kannst es. Also, dass wir mal die gleiche Konzeptionsgröße hatten, das begeistert mich sehr. Die Schafe. 54. Ich sitze ja auch jedes Jahr hysterisch davor, weil ich will unbedingt, dass Deutschland mal gewinnt, weil ich will das moderieren. Vielleicht dieses Jahr. Wir werden ja gleich mal gucken, wer die besten Titel hat. Und was ihr vielleicht nicht wusstet, ich bin nicht nur letztes Jahr angetreten, sondern ich bin auch schon in den 70ern angetreten, unter verschiedenen Namen damals. Ja, Mann, warten Sie mal ab, ich zeig's Ihnen ja gleich. Unter verschiedenen Namen damals und alle Titel für mich hat damals Ralf Siegel geschrieben. Schauen Sie sich mal bitte. Ja, ich habe mehrere Auftritte gemacht. Ich glaube, es waren drei. Schauen Sie mal bitte hier. Eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. Theo, bitte? Achso, falsch. Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt. Mit dem Steppenwind 1000 Mann. Ha! Hu! Ha!
Und einer ritt voran, dem folgten alle mit schickes Rad. Ha! Hu! Ha! Er zeugte 7 Kinder in einer Nacht. Und über seine Witze hat keiner gelacht. Und weder Blitz noch Donner hielt ihn auf. Ha! Hu! Ha! Ching, ching, Chinggis Rad. Heereiter, Hoheiter, Heereiter, immer weiter. Ching, ching, Chinggis Rad. Lauf, Brüder, lauf, Brüder, la, 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 la. Eine Blume am Winterbeginn, so wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Ja, meine Auftritte beim Grand Prix. Wussten Sie nicht, oder? Ja! Ja! Ja, haben wir gestern entdeckt. Alex hier aus dem Big Brother Haus. Alex Zehennagel. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt ist es soweit, denn jetzt ist sie hier die Einzige, die jemals für Deutschland den Grand Prix geholt hat. Ein großer Moment für euch beide wahrscheinlich, oder? Ein großer Moment, ja. Ein wirklich großer Moment. Eigentlich war ich sie, das wussten sie nicht, wussten sie auch nicht. Heute Abend ist sie hier. Herzlich willkommen, Nicole, meine Damen und Herren, Nicole! Deutschlands Hoffnung. Herzlich willkommen, Nicole. Nimm Platz. Was hast du mitgebracht? Hast du was mitgebracht? Ja, natürlich. Ja. Lauter kleine Kleinigkeiten, die aber, ja. Du hast das mitgebracht? Ja, extra was für dich, weil ich komme nicht unvorbereitet hierher. Da bin ich aber gespannt. Mal so 3 Schilder. Freue mich schon so. Das ist mal, ja. Also falls es jetzt so blöd wird, stopp. Ja, Stoppschild, ja. Sehr gut. Bis hierhin und nicht weiter. Okay, sehr gut, das kann man gar und nicht als Wertung. Und hier jede Menge. Spaß. Ja. Spaß. Spaß. Ja, werden wir hier haben. Und falls du dich an die Regeln hältst, gibt's eins auf die Glocke. Okay, ich bin gespannt. Oh, herrlich, gucken Sie mal hier, das soll ich sein. Wunderbar. Stefan, Nicole. Aber so heißt es im Original aus. Ja. Wie süß. Herrlich. Das bist du jetzt. Also mein Kleid war übrigens schwarz mit Strassstein, ja. Und nicht weiß. Da muss ich dir mal eine kleine Rüge erteilen. Du hast ja, aber jeder meint, das Hemd, der Lappen soll weiß gewesen sein. Jeder meint das. Aber es war ein schwarzes Kleid. Hast du eigentlich noch die weiße Gitarre von damals? Selbstverständlich. Die hast du noch? Natürlich, gib die auch nicht her. Gibst du nicht her? Nein. Okay. Du hast aber dieses Lied gemacht, fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ne? Richtig. Wir haben das aktuelle Video dazu. Pass mal auf. Ja, ich weiß nicht, wie das mit deinem kleinen Freund ist, aber... So, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt dort oben weiß. Wollen wir mal ein bisschen in die Titel reinhören, die dieses Jahr am Start sind? Oh, gerne. Ja, ich habe mir hier aus dem Internet selbst gebrannt, meine Damen und Herren. Brauchen wir ja heute nicht mehr kaufen, die Platten kann man alle sich runterladen. Beim Napster. Habe ich nie gesagt. Oh. Ja. Deswegen noch ein bisschen... 3 Tenöre, das sind die German Tenor. Ah, jetzt kommt Mooshammer, pass auf! Hier spricht der König der Welt.
Hört euch die Geschichte an, wie sich alles zum Guten wenden kann. Hey. Ja, okay. So, was haben wir dann? Auf doch, geil doch, auf doch. Michelle. Ich muss meine Lanze ich Michelle finde ja, man muss sie die Punkte eigentlich schon deswegen an Michelle geben, weil sie Matthias Reim rausgeschmissen hat, oder? Ja. Na, Michelle. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Muss aber Matthias Reim. Oder? Hast du einen Favoriten? Oder musst du für Ralf Siegel sein? Ich muss überhaupt nicht für irgendjemand sein. Also hast du einen Favoriten? Ja, eigentlich schon, aber den werde ich natürlich hier nicht kundtun. Nicht kundtun, nein. Ja. Hast du einen Favoriten? Ja, weil wenn ich singe, ziehen die Kühe die Milch hoch. Deswegen kann ich meine offene Meinung sagen. Verstehe. Und ich würde sagen, Michelle, das ist ziemlich gut. Ja. Ich habe zwar auch immer bei Schlager so ein bisschen ein paar Probleme, Telefon. Aber eigentlich ist sie... Ja. Ja. Oh, wir müssen schnell machen. Du hast ja gerade... Also ich würde sagen, Michelle, weil sie ist so ein bisschen unsere Céline Dion der Südkurve. Die hat wirklich eine gute Stimme und das ist eine Ballade und Feuerzeug. Mhm. Und Joy Flaming und ihre Girls, weil das sind auch einfach drei irre gute Stimmen. Du schon einen Favoriten? Also ich würde auch tippen, Michelle, Wolf Mahn vielleicht? Alle fünf. Och, du bist verrückt. Wir haben in der Pause schon abgestimmt, wer den Rat der Woche mit nach Hause nimmt. Sie erinnern sich vielleicht, Gerard, der Koch, Andy Borg, unser hier Mikrofon-Virtuose. Oder Christian, der gestern bei uns in der Sendung war, Christian Stoll. Und unser Publikum hat bereits abgestimmt. Hier ist unsere Grafik. Wer bekommt den Rat der Woche? Oh, oh, ist es Andy Borg? Ist es Gerard Vespissé, der französische Koch? Oder ist es Christian Stoll von 6-Tage-Rennen in... Es ist Gérard Vespissé, meine Damen und Herren. Der französische Koch. Zum zweiten Mal, glaube ich. Zum zweiten Mal. Unser Titelverteidiger. Ja. Nächste Woche nochmal bei uns dann. Und wir haben uns auch schon Gedanken gemacht. Wir haben uns die Titel hier angehört. Wir sind jetzt hier, das ist unsere Tipptafel. Ja, wir haben hier, nicht, dass Sie zu Hause denken, wir haben abgestimmt, was wir am besten finden. Ja, erster, zweiter, drittbester Titel. Sondern wir haben abgestimmt, was wir glauben, was gewinnt. Ja, also, da haben wir die Wertung von Nicole. Ist Nicole glaubt, erster werden die German Tenors, zweiter wird Michelle und dritter wird Zlatko. Ja, dann Desiree glaubt, dass Michelle erster wird, hier Joy Flaming zweiter und Wolf Mahn dritter. Der Schorsch, der glaubt hier, die German Tenors werden dritter, Michelle wird erster und Joy Flaming zweiter. Und ich habe jetzt einfach mal getippt, hier, The Sultans. Fand ich gar nicht schlecht, das Lied. Habe ich gesagt, glaube ich, wird dritter. Ich glaube, Michelle wird erster und Zlatko wird zweiter. Das ist mein Tipp. Was meinen Sie? Sie sind mit uns einverstanden. Und sagen wahrscheinlich auch... Ja. So. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer morgen gewinnt. Guckt ihr morgen Abend mit Freunden oder so? Oder seid ihr? Ich bin morgen Abend in Berlin. Ich bin ja Redakteur der ZDF-Sendung Kaffeeklatsch. Wir machen eine Live-Sendung am Samstag, wo wir das nachbearbeiten. Also Zuschauer können Faxe schicken, wie es denn am Freitagabend war. Das heißt, ich sitze mit allen Frauen und Moderator Ralf Morgenstern in einem Hotelzimmer in Berlin und betrinken uns gepflegt. Sehr gut. Kartoffelsalat, alles was dazu gehört. Ist wahrscheinlich auch nötig hier. Ist besser. Was machst du? Ich sitze morgen im Flugzeug, fliege zurück nach Hause, werde es also nicht miterleben. Ja nicht sehen, ne? Aber werde gleich anrufen zu Hause. Aber wir lassen auch die Korken knallen hier. Herrlich, ja. So, und dann, meine Damen und Herren. Wer bist du denn? Ja. Und dann, das war Moshammer. Und dann war ich für Sie letzte Woche. Letztes Wochenende war ich in Slowenien, denn die haben mich eingeladen zur slowenischen Vorausscheidung. Zum Wie kamen Sie nur darauf? Ja, weiß ich auch nicht. Ja? Und dann habe ich gedacht, ach komm, da fahren wir mal hin und da filmen wir mal ein bisschen ab. Da bin ich da aufgetreten im slowenischen Fernsehen und habe mal hinter den Kulissen etwas recherchiert, möchte ich fast sagen. Schauen Sie sich das bitte an, Raab in Gefahr beim slowenischen Grand Prix.
ich befinde mich hier mitten in Slowenien, in der Hauptstadt Ljubljana, vor dem Staatsfernsehen Radio Televizija Slovenia. Und hier findet heute Abend die Vorausscheidung, die slowenische Vorausscheidung zum Grand Prix de la Eurovision de la Chanson statt. Und da werde ich heute Abend teilnehmen. Geil, was? Und noch ein Spruch muss ich loswerden. Wann kommt man schon nach Ljubljana? Alle Jubeljama. Geht schon los. Das ist die Chefin hier. Das ist der Chef von hier alles. Hier. Hier. Ja. Gleiche. Misa Molk. Misa, die entscheidet hier alles. Wer gewinnt alles. Siehst du? Und er hier ist auch ganz berühmt hier. Tako, drage gledavke, cenjeni gledavci, poslušalke, poslušalci, dame in gospodje. Tako, drage gledavke, cenjeni gledavci, poslušalke, poslušalci, dame in gospodje. 666. Ah ja, da wollen wir noch mal gucken. Ni prehoda. What, ni pre, what does it mean? Or can you tell me what, is, what does it mean? What? Yeah, you can go through. I can go through, okay. Okay, I cannot go through. Ah, okay. Ich darf hier nicht rein, heißt das. Okay. So, hello. Lass mich doch mal kurz sagen. Hallo, jetzt bleiben Sie doch mal hier, junge Frau. Jetzt bleiben Sie doch mal hier. Für welche Band singen Sie denn? Mit wem singen Sie denn? Jetzt bleiben Sie doch mal hier. Das sieht fantastisch aus. Ich darf, Entschuldigung, fallen Sie nicht hin. Das ist doch hier, ist alles vorbei. Wenn Sie jetzt hinfallen, hallo, jetzt bleiben doch mal stehen. Ach mein Gott, das kann doch gar nicht passieren. So, wer bist du denn? Bleib doch mal stehen, es kann doch überhaupt nichts passieren. Ostani tu svenoi, Ostani. Ne, das ist doch besser. Das ist, ich glaube, bleib doch mal hier. Bleib doch mal stehen. Also, Carmen Savage. Das Lied ist ja, hier ist zu laut. Wir müssen ein bisschen nach hier. Das ist, ich glaube, das Lied hat sehr gute Chancen. Ja, echt super. Du kannst mich auch verstehen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wie kommt's, dass hier, du sprichst ja noch perfekter Deutsch als die meisten anderen hier. Guck mal. Ja. Guck mal, kennst du Rodila, Rodila Sege Uberlino. Aha. Was heißt denn das? Du wohnst in Berlin? Nee, geboren. Ach, du bist in Berlin geboren? Nein, fass ich ja, ja nicht. Also ich finde das Lied gut. Das ist, guck mal, das ist mir jetzt spontan wieder eingefallen. Echt, sing mal. Ostani tu menoi, Ostani. Was heißt es? Bleib bei mir. Ja. Ja, kannst du machen. Natürlich. Ja. Und dann? Bleib der meine. Bleib der meine, ja? Ja. Aber nicht der von Scorpions, nee, ne? Nee, nee, der nicht. Der Klaus Meine. Der ist zu klein. Nee, genau, ja. Son ser humano, son ser humano, toi coche. Ah, meine Damen und Herren, die Schlümpfe. Luna Park! Congratulations! Congratulations! Thank you, I'm Stefan from German Television. Oh, hello, hello, yes, hello, hello, hello. How are you? How are you? Thank you, thank you. When you asked me, you know, yes, the song? Yes. 12 points. 12 points? Yes. Yeah. Oh, wait, 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 wait. The jacket. The jacket? The jacket. No points. Hallo, hier, darf ich kurz reinkommen? Ja, you can come out, yeah. Okay, yeah. Ich weiß nicht, was sollen wir sprechen? Wir sprechen alle unsere Deutsch Sprache. Deutsch oder Englisch? Ja, ja, für unsere Zuschauer ist es besser. Alles ist nicht ganz gut. Für unsere Zuschauer in Deutschland ist es besser, Deutsch, wenn wir Deutsch sprechen, ja, weil okay, in Deutschland die alle... genau. Wo kommst du her? Ich komme aus Slowenien. Ja, also, aber welche Stadt? Es gibt ja zwei, ja, Städte. Ja, ja, es gibt ja zwei, ja, Städte in Slowenien. To srce zdaj kot puščava je. Ah, schön. Osamljeno zdaj ljubite. Ja. Ja. In čakate. Ah, in čakate. Und warte auf dich. Richtig. Richtig. In čakate, ne? Ja, 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 ja. Okay, okay, und weiter? Is the base. Ostani tu menoi.
Was ist das in deinen Haaren? Wachs. Wachs, okay. Ja, Mann, ja. Sicher Wachs? Ach, jetzt hat sie endlich so den Bademantel ausgezogen. Da sieht man ja erstmal, wie toll du singen kannst. Mit den Kovicien in der Gledauke, in Gledauzi, Posuschauke, in Posuschauzi, Stefan Raab! Ladies and Gentlemen, please put your packed hands together for the sensational Super Sack of German Television, Stefan Raab! Oh my God, he is real! Last year he went to America and said, if I can make it there, I'll never come back to Europe! And tonight, here he is! Sie lachen hier, Sie haben, verstehen Sie, was ich sage? Na klar. Mann, wer bist du denn? Ja. Das war vom Grand Prix in Slowenien. Ja, Nemi Res hat gewonnen, aber ich fand Ostani Tuz mir neu, fand ich viel besser. Ja, meine Damen und Herren, nach TV Total, das möchte ich Ihnen gerade noch ans Herz legen, sehen Sie Happy Trigger TV. Hier sehen Sie mal ein paar kleine Ausschnitte.